Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Tegernsee. Ich schaue gerade voll in die Sonne rein, deswegen entschuldigt den verkrampften Blick. Ich bin heute mit meinem Vater mal wieder am Tegernsee, waren jetzt länger nicht mehr an diesem See hier. Aber heute haben wir uns mal ein bisschen was Besonderes überlegt. Und zwar möchten wir heute mal eine kleine Köder-Challenge machen. Und zwar Schocker versus Naturfarben, mal so ganz grob gesagt. Das ist so mal die Idee für das heutige Video. Werden wir euch dann im Laufe des Tages noch ein bisschen erklären, mit was wir für Ködern fischen. Fischen gerade mit zwei aggressiven Farben und mit zwei natürlichen Farben. Und wir machen heute auch noch ein bisschen was anderes. Ich würde es euch jetzt als eine mega Idee von mir verkaufen, dass ich es so geplant hätte. Aber ich habe schlicht und ergreifend zwei Sideplaner zu Hause vergessen. Dementsprechend fischen wir mit zwei Routen einfach straight hinterm Boot. Das haben wir zum Beispiel jetzt am Starnberger See auch schon zu großem Erfolg gemacht. Dementsprechend ist es vielleicht gar nichts Schlechtes und die Bissverwertung sollte deutlich besser sein. Also wäre vielleicht einfach auch mal jetzt nebenher ein Test, den wir laufen lassen können, ob das uns gar keine Bisse bringt oder ob es uns auch Bisse bringt und dafür eine bessere Bissverwertung. Schauen wir mal, wir rudern jetzt gerade mal den See hoch, wollen heute auch ein bisschen auf Rängen angeln, so einen ganz klassischen Tegernseetag einfach. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass wir euch dann gleich wieder mit einem Drill sehen. Ja Leute, sollte beim Intro gerade das Mikro ein bisschen schlecht gewesen sein, dann lag das daran, dass wir das Mikro gerade im falschen Anschluss drinnen stecken hatten. Ab jetzt sollte es besser sein. Was ich gerade schon erzählt habe und jetzt nochmal erzählen werde, ist, dass wir, ja wie gesagt, heute mit zwei Routen direkt hinterm Boot fischen. Um da Verhedderungen zu entgehen, fischen wir eine 25 Meter und eine 35 Meter hinten raus. Also ich zähle da einfach 25 Sekunden und 35 Sekunden, wenn man fährt beim Rauslassen. Und ja, sollte eigentlich im Zweifel sogar vielleicht besser sein, weil man dadurch eben weniger Fehlbisse generiert. Also wenn einer beißt, dann hängt er meistens auch, weil er halt wirklich direkt voll ins Boot reingeht. Da laufen jetzt gerade die Green Inferno Ranky, also in diesem Grün, die eine schockige Farbe, und Tommy the Trout in Seeforelle, also eine natürliche Farbe. Und die sollten beide so auf 4 Meter laufen. Desto weiter man sie rauslässt, desto tiefer gehen sie dann. Aber so sollte das passen. Auf den beiden Sideplanern läuft gerade Mike the Pike in diesem aggressiven Fire Tiger. Da hatten wir dieses Jahr auch schon einen richtig nicen Nachläufer auf der Waterwolf drauf. Und auf der anderen läuft der Shad Tease hinter der Waterwolf. Da können wir dann vielleicht was sehen. Genau, aber ganz grundsätzlich, wir werden das heute schon ein bisschen lockerer gestalten, sage ich mal. Also man könnte das Ganze natürlich noch wissenschaftlicher, sage ich mal, aufziehen. Also dass man sagt, man fischt wirklich zweimal den gleichen Köder in unterschiedlichen Farben und das zweimal auf der gleichen Länge hinterm Sideplaner, auf der gleichen Tiefe und so weiter. Wenn ihr so ein Video mal sehen möchtet, dann gebt diesem Video auf jeden Fall mal einen Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare. Aber heute werden wir es ein bisschen lockerer gestalten. Wir fischen mit unterschiedlichen Formen, wir fischen mit unterschiedlichen schockigen Farben. Wir fischen mal mit einem Braun, mal mit einem Gelb, mal mit einem Blau, mal mit einem Grün eben. Und ja, das kann man ja immer noch grob zuordnen und dann werden wir sehen, worauf es beißt. Erste Beißzeit sollte so gegen 11 sein, hoffentlich kommt sie. Und hoffentlich kann mein Vater dann gleich mal einen fetten Hecht in die Kamera halten. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, war, dass die Hechte an diesem Tag am Tegernsee anscheinend sehr, sehr gut drauf waren. Denn als ich am Abend nach Hause kam und die Waterwolf-Aufnahmen angeschaut habe, habe ich wohl die beeindruckendsten Aufnahmen gesehen, die wir mit dieser Kamera bis jetzt aufnehmen konnten. Für euch zum Einordnen, die Waterwolf lief 3 Stunden vor einem der 4 Köder und wir hatten in dieser 3 Stunden ganze 7 Hechte, die sich den Köder oder die Waterwolf angeschaut haben. Ein Hecht war sogar so wild und hat in die Waterwolf reingebissen. Da wir an dieser leider keinen Haken haben, ist er natürlich nicht hängen geblieben. Und ich bin mir fast sicher, dass 2 dieser Hechte den 1 Meter bzw. den 1,10 Meter klar überboten haben. Für uns also etwas ganz Besonderes. Sowas sehen wir auf der Waterwolf eigentlich nie. Normalerweise ist man froh, wenn man einen Fisch sieht. Im Idealfall beißt er noch. Aber das war wirklich schon etwas ganz Besonderes. Sollte den Angeltag für uns bis dahin natürlich nicht beeinflussen. Und deswegen haben wir einfach, wie als wenn nichts gewesen wäre, weitergemacht. Leute, ich glaube, ihr könnt es sehen, hier haben wir die ersten Bissspuren. Die gehen hier auch noch ein bisschen weiter, sind nur ganz kleine, aber sind auf jeden Fall Bissspuren, die waren auch noch nicht drinnen. Also den ersten Fehlbiss hatten wir auf die Ranking Green Inferno, also auf einen Schocker. Ja, also das war so ein typischer Kleinhecht-Fehlbiss in Anführungszeichen, also nur hinten im Schwanz drinnen, wir haben ihn nicht mal mitbekommen. Also einen Fehlbiss hatten wir schon mal. Sind jetzt auch gerade noch mal ein bisschen tiefer gegangen mit einer Route, also auf 7 Meter runter. Finden die Schwärme jetzt ehrlich gesagt auch nicht so übergut, wie wir sie jetzt hier am Anfang des Jahres gefunden haben, aber wir suchen den See jetzt einfach noch mal ein bisschen ab und ja, wir hoffen einfach,
dass jetzt dann der nächste hängen bleibt. Haben jetzt mal gerade Köder durchgewechselt. Fischen jetzt mit der Ranky diesen Blau-Weiß. Mit Tommy the Trout jetzt tiefer in der Seeforellenfarbe. Mit Tommy the Trout in Fire Tiger und dann noch mit Mike the Pike in der Naturfarbe. Kurzes Mittagsupdate. Wir waren vorhin jetzt ein bisschen beim Renkenangeln, hatten auch einiges an Erfolg, leider allerdings nur untermaßige Renken, so bis 25 cm, 28 cm ist hier das Maß, ja. Allerdings konnte mein Vater seine erste Seeforelle fangen, so vielleicht 20 cm lang, zumindest das abgehakt, die erste Seeforelle. Und ja, jetzt sind wir wieder beim Schleppen, haben jetzt die Köder relativ gleich gelassen, Mike the Pike, die Rankies in Blau-Weiß und Grün, Green Inferno und der Tommy the Trout jetzt mal tief geschleppt, den werde ich jetzt allerdings mal gegen den 35er Inline Hypothese wechseln, weil ich mir denke, man kann ja auch einfach mal für so eine 1,5 Stunden mal ein bisschen klotzen und nicht kleckern. Es sind aktuell ziemlich viele Segler unterwegs, das macht mich ein bisschen nervös, aber dadurch, dass wir nur mit 2 Seilplanern fischen, kann man das, wenn es wirklich sein muss, relativ schnell reinholen und die beiden ohne Seilplaner, die fallen ja dann einfach runter. Und ja, ich weiß nicht, ob tief schleppen heute so die Idee ist, deswegen probieren wir es mal mit flach. So, wir haben einen dran. Auf die gelbe, du musst die Bremse ein bisschen zumachen. Ich hol dich wieder dabei. Genau. Das ist jetzt nicht das Mörderteil, aber. So, musst du kurz die Rute. Sauber, dann ziehst du ihn hier rüber. Ja. Ja, sehr schön. Jawohl. Ich glaub's ja nicht. Auf die gelbe. Oh. Oh. Warte, den. Oh, da hat er den. Okay. Ja, aber komm. Warte, lass drin. Lass drin. Der hat den Schwanz raus. Ja, also den haben wir jetzt hier einen schönen 73er Hecht. Kurz vor Ende, wir haben schon nicht mehr geglaubt. Auf den gelbe Ranky One. Einfach eingeschlagen. Völlig überraschend. Super. Also zumindest ein toller Tag. Schön gezeichneter Hecht. Traum. Ja, also mega cool. Hat es doch noch geklappt mit dem Fisch. Wir waren schon wieder leicht pessimistisch, wie man so ist. Aber wieder kurz vor 4 beißt er hier am Tegernsee. Das erste Mal für mich, dass ich am Tegernsee auf eine schockige Farbe einen Fisch fange. Ich würde das Gelb jetzt auf jeden Fall als eine schockige Farbe bezeichnen. Also haben heute die schockigen Farben die beiden Bisse gebracht und einen Fisch. Wir haben jetzt aber natürlich nochmal rausgebracht, weil es ist noch nicht mal 4 und um 4 ist die Prime-Beißzeit. Also mal schauen, ob noch einer will. Es war übrigens der zweite Biss auf die ganz kurze Route gerade hinten raus. Also so ungefähr 25 Meter hinterm Boot. Hatten wir vorhin auf die Grüne schon den Fehlbiss und jetzt eben den Fisch. Also scheinen sie eher einen Ticken flacher zu stellen. Ich habe den Mike the Pike deswegen jetzt auch nochmal ein bisschen weiter vorne eingehangen in den Seilplaner. Und ja, wir werden jetzt nochmal eine schöne Runde fahren und dann eventuell nochmal ein bisschen auf Renken gehen, um so den Tag dann zu beenden. Aber hey, mega, oder? Ja, auf unserer schönen Strecke zurück. Sollte dann leider kein Hecht mehr beißen. Wir haben uns dann zum Ende des Tages, wie schon angekündigt, nochmal zum Renkenangeln hingestellt. Wollten den Tag eigentlich nur noch ganz entspannt ausklingen lassen. Doch dann sollte Team Real Fishing mal wieder etwas passieren, was anscheinend häufiger passiert, wenn Vater und Sohn auf dem Boot sitzen. Und zwar ein kleines Malheur. Wie ihr hier seht, hatte ich die Ruten fein säuberlich hinten ins Boot reingelegt. Und als wir den Anker runterlassen wollten, hat das Ruder die Predator One mal ganz eben ins Wasser befördert. Ich war dem Nervenzusammenbruch mal wieder nahe. Wir hatten allerdings das Glück, dass der Anker im Prinzip genau neben der Rute lag. Und so wussten wir zumindest grob, wo die Rute lag im Wasser. Zum Glück hatte der eine Hecht, der Ranky, vorhin den Gummikörper ausgeschlagen, weil so hatte ich ein schönes Werkzeug zusammen mit dem Schlepp bei, um die Rute in Anführungszeichen zu reißen. Und nach circa einer halben Stunde hatte ich sie dann auf dem Echolot gesehen, auf dem Downscan.
Und ich sollte es tatsächlich schaffen, den wahrscheinlich tollsten Fang dieses Tages landen zu können. Und zwar habe ich es nach über einer halben Stunde geschafft, die Rute wieder an die Oberfläche zu befördern. Und so sollte der Tag doch noch ein versöhnliches Ende nehmen. Leider ist mir beim Schneiden gerade aufgefallen, dass das Mikro nicht mehr an war, als wir das Auto gedreht haben. Dementsprechend mache ich das jetzt einfach hier kurz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr mehr Videos vom Tegernsee sehen wollt. Abonniert uns für mehr Angelvideos, für mehr Videos vom Hechtfischen. Und ja, schreibt ihr mal in die Kommentare, woran ihr denkt, dass es gelegen hat, dass so viele Hechte nicht gebissen haben. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus.